Herzlich willkommen zum 19. Spieltag aus der PCL Liga 4B. SBVGG Hooligans treffen auf die Galacticos 05. Und kurz ein paar Namen von Hooligans. Plautiatos haben wir da beispielsweise, German Biker, Filthy Animal 12 oder auch Kalatze. Und bei den Galacticos haben wir beispielsweise Joshua, Smarky, Felix, Lenny, Sky, Imi und Irren. So, jetzt wird auf den Platz geschaut. Und dort sehen wir die Galacticos, die ja den Ball haben und versuchen nach vorne zu kommen. Aber da ist der Ball dann auch schon weg. Und Paddy versucht da direkt nochmal den Ball wieder zu holen. Aber jetzt haben die Gegner den Ball. Und, der Ball noch auf der Linie gerettet. Und, so schnell kassieren die Galacticos hier leider ein Gegentreffer. Das ist ärgerlich. 1-0 steht es hier für SBVGG Hooligans, die sich natürlich über diesen frühen Treffer in der 5. Minute freuen. Und ich möchte jetzt nicht wissen, wie sehr man sich bei Galacticos 05 ärgert. Sah auf jeden Fall nicht schlecht aus von den Hooligans. Also der Treffer definitiv nicht unverdient. Den hätte man durchaus auch verhindern können. Aber gut, jetzt werden die Galacticos auf jeden Fall versuchen, hier das Beste draus zu machen. Aber es scheint so, als wären die Hooligans hier in den ersten 10 Minuten stärker dran. Es gibt eine Ecke, Kalatze führt diese aus und bekommt den Ball jetzt auch wieder. Und da geht direkt das nächste Ding rein. Wird das hier eine Klatsche, ist die große Frage. SVG 1887 hat dieses Tor in der 10. Minute reingemacht. 2-0 also jetzt hier aus der Sicht für die Hooligans. Oder auch 0-2 für die Sicht aus Galacticos. Und ja, jetzt gibt es da eine Karte. Filthy Animal bekommt die. Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Aber es gibt zumindest einen Freistoß. 34 Meter. Wenn der gut reinkommt, dann ist es eine gute Chance hier für die Galacticos. Aber der kam gar nicht gut rein. Der kam nicht gut rein. Und jetzt sind hier die Hooligans am Start. Kalatze. Sie wollen hier nach vorne kommen. Amy Heavenice, der hatte den Ball auch gerade gehabt. Und diesmal kann hier Joshua den Ball halten. Ja. Und sicherlich fragt man sich jetzt schon, was ist da bei den Galacticos 0 nur los? Ja, das frage ich mich hier als Kommentator auch gerade. Ich kann es nicht so ganz verstehen. Zwei Treffer direkt hintereinander, also ja. Und wieder muss Joshua hin. Und ich hoffe mal für das komplette Team von Galacticos 05, dass es hier nicht noch mehr Gegentreffer gibt. Und das ist der Ball jetzt hier für die SBVGG Hooligans. Aber Galacticos holt sich den Ball. Und das ist jetzt hier Smarky zu Imi. Und ja, dann ist der Ball auch schon wieder bei den Gegnern in den dunklen Shirts. Und der Ball ist über der Linie. Lenny darf einwerfen. Das geht zu Smarky. Und dann ist der Ball wieder weg. Ich verstehe es nicht, was die Galacticos hier sich gerade zusammenspielen. Aber das könnte jetzt gut werden. Das könnte jetzt gut werden. Das ist Imi und Ehren. Aber der Ball geht über die Linie. Bitter, bitter. Also in den ersten 25 Minuten, muss man einfach so sagen, ist die SPVGG Hooligans hier besser dran als die Galacticos. Und die wollten jetzt den Ball abnehmen. Aber Kalatze bekommt den Ball und... Oh, was war das denn? Das war ja mal mega. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Wie hat der den denn reingemacht, bitteschön? Wie hat der den denn gemacht? Schön, dass wir das hier als Replay bekommen, weil ich muss sagen, das ist einfach ein spektakuläres Tor. Das muss man neidlos anerkennen. Das war einfach fantastisch. Also unfassbar. Wirklich unfassbar. Ja. Ärgerlich natürlich jetzt für die Galacticos, die hier mit 0-3 hinten stehen. Und ich fühle mit ihnen. Ich fühle wirklich mit ihnen. Aber natürlich
kann man nicht nur mitfühlen, man kann sich natürlich auch darüber ärgern und fragen, was mit der Defensive los ist, die absolut, man muss es einfach so sagen, grottenschlecht heute ist bei den Galacticos. Oh, da gibt's ein hartes Einsteigen, aber man belässt es hier bei dem Vorteil. Und jetzt ist die SPVGG Hooligans dran, die in den 30 Minuten hier komplett hervorragend spielt. Amy Heavenersdale bekommt den Ball, schießt mal nach Plautiatos zurück. Und dann kann Lenny den Ball abfangen. Also es ist ein Durcheinander. Aber eher das Durcheinander bei den Galacticos, die sich hier in dem Spiel noch nicht wirklich fangen können. Die eine oder andere Chance gab es hier zwar schon, aber... Ja, okay, jetzt gibt's die gelbe Karte, das dachte ich mir schon. Amy Heavenersdale bekommt hier die gelbe Karte, das dachte ich mir schon. Das war ein zu hartes Foul, ein zu hartes Eingehen, als dass man hier irgendwie das Ding durchgehen lassen könnte. Ja, was ich sagen wollte bei den Galacticos, stimmt irgendwie noch nicht wirklich etwas. Sie finden außer den 1, 2, 3 Chancen nicht wirklich in das Spiel rein. Und das war jetzt gerade pures Glück und wieder pures Glück, dass Joshua den Ball bekommen hat. Also eben dieser Fallrückzieher, den wir da gesehen haben. Ich weiß gar nicht von wem. Der war mal wirklich gut. Und wir sehen einfach die Hooligans immer, immer vorne. Und die Galacticos haben mit sich selbst hier zu kämpfen. Boah, Glück gehabt! Glück gehabt, dass Joshua diesen Ball hatte. Ja, und die Paraden, die sprechen für sich. Das sagt ja schon aus, was hier Galacticos zu kämpfen hat. Die müssen aber auch den Ball aus dem 16 Meter rauskriegen. Meine Güte. Hier klappt absolut gar nichts bei den Galacticos in der Defensive. Das ist einfach grottenschlecht, muss man so sagen. Dafür funktioniert es vorne halbwegs, aber der Ball ist jetzt weg. Der Ball ist futsch und Kalatze jetzt. Amy Heavenersdale. Paddy bekommt den Ball. Zu Amy jetzt. Galacticos jetzt im Ballbesitz, aber ja, ein Hin und Her. Und jetzt die Chance. Ah! Aber der Keeper bekommt den Ball. 2 Minuten Nachspielzeit. Die sind gleich um, die ja gerade eben angesagt wurden. SVG 1887 hat jetzt den Ball. Kommt da über die Bande. Aber was das für ein Schuss war, das verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Und ja, 3-0 steht es hier zur Halbzeit. Man könnte eigentlich schon davon ausgehen, dass es das Endergebnis ist. Also die Hooligans haben die Galacticos ja wirklich hier wirklich beherrscht. Das war ein dominantes Auftreten von der SPVGG Hooligans. Und ich weiß gar nicht, wer das 3-0 gemacht hat. Ich muss es gleich echt nochmal kurz nachschauen. Das war wirklich hervorragend gewesen, aus diesem Winkel einfach reinzuschießen, ist mal zu versuchen, das, wie gesagt, das muss man einfach neidlos anerkennen. Und ich bin gespannt, ob von Galacticos 05 hier jetzt eine zweite Hälfte kommt, die besser ist als die erste Hälfte. Ah, Kalatze hat's gemacht. Okay, Kalatze, also Respekt dafür, für dieses Tor. Sowas habe ich auch wirklich selten bisher gesehen. So, und jetzt muss hier Galacticos endlich was machen. Und ja, schlechter als in der ersten Hälfte kann es eigentlich nicht mehr werden. Ja, und da ist der Ballverlust direkt schon einmal. Aber man holt ihn sich wieder. Harry hat den Ball bekommen hier. Zu Felix und er geht direkt mal zu Ehren. Und dann ist der Ball weg bei Filthy Animal 12. So, Kalatze jetzt über rechts außen. Die müssen jetzt aufpassen, weil der Kerl ist halt eben gefährlich. Ja, und man kommt hier jetzt einigermaßen besser voran in den ersten Minuten. Gut übrigens den Ball weggenommen von Paddy. Und Lenny mit dem Schuss, aber der geht zu weit und der geht über die Linie, oder? Nee, okay. Der wurde noch gerettet. Glück auf, dass das Spiel hier nicht unterbrochen werden muss. Jetzt ist die Frage, wie gesagt, was können die Galacticos hier anspielen? Nicht anspielen. Anstellen, so herum. Zunächst einen Eckball rauszuholen. Das haben sie jetzt gerade geschafft. Und die Ecke... Oh, die kam nicht schlecht. Die kam nicht schlecht. Aber es reicht nicht, wenn die Ecke
gut war. Aber bisher hier immer noch halt eben leider nichts Großartiges kam, außer die Chancen, die aber alle Male nicht durchgingen. Ehren jetzt zu Harry. Oder oben links über die Zweikämpfe. Und ja, das war abseits. Ich war mir gerade nicht sicher, was jetzt los war, aber es war abseits. Und SVG 1887 nimmt einfach mal ganz locker leicht den Ball ab. Und wo Kalatze da hinschießt, weiß ich nicht. Felix hat auf jeden Fall jetzt den Ball bekommen von den Galacticos. Jetzt aber die Chance hier. Und wieder die Chance. Zweimal hintereinander die Chance, aber Joshua kam gut an den Ball ran. Ist anscheinend jetzt doch sicherer hier auf dem Platz. Die zweite Hälfte also schon mal, zumindest in den rund 15 Minuten besser hier. Und jetzt die Chance. Und da ist dann endlich das Tor von den Galacticos. Meine Güte, das hat gedauert. Aber es ist da. Aber man muss auch dazu sagen, noch bringt es nicht wirklich was. Es ist natürlich jetzt hier ein Anschlusstreffer. Aber da muss mehr kommen. Da muss mehr kommen. Ich hoffe, es kommt auch mehr für die Galacticos. Die Frage ist, was kommt? Das ist die große Frage. So, jetzt wollen sie natürlich nach vorne kommen, aber an den Hooligans kommt man einfach total schwer ran. Das sieht man hier. Und die wollen jetzt nach vorne. Und immer wieder kommen sie da über außen und oh, gut gerettet. Gut gerettet. Aber Filthy Animal 12, der darf jetzt hier einwerfen. Und das könnte gefährlich werden. Kalatze zu Filthy Animal 12 wieder zurück. Und dann bekommt hier Lenny den Ball. Harry jetzt. Harry spielt zu Domi, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Plautiatus hat den Ball da bekommen. Und einer von den Galacticos ist zu Boden gegangen. Das habe ich nicht mitbekommen. Und jetzt hier die Chance. Au, oh, nein! Penny bekommt den Ball. Hat da gut aufgepasst. Und Einwurf gibt es jetzt. Und direkt bekommen hier die Hooligans den Ball nach dem Einwurf von Galacticos. Und das wird knapp. Das wird knapp. Aber Joshua war an der Stelle. Jetzt Imi. Jetzt muss der Ball auch weg. Jetzt muss der Ball weg. Mal schauen, ob es eine Chance ergibt. Nee, leider nicht. Der Ball jetzt wieder bei den Gastgebern. Filthy Animal 12 hier jetzt mit dem Schuss. Und das ist jetzt durcheinander hier im 16 Meter. Und es gibt eine Karte für Paddy. Mitbekommen habe ich das jetzt nicht allerdings, um das beurteilen zu können. Was ich aber beurteilen kann, ist diese Ecke und ja, kein schlechter Versuch, aber da gab es schon durchaus bessere Ecken. Und jetzt hier Harry, der zu Boden geht. Und auch dafür gibt es eine Karte. Ne, es gibt keine Karte. Okay. Okay. Der Schiedsrichter belässt es also bei einem Freistoß. Wobei, da hätte man eine Karte zücken können, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Der Unparteiische lässt es halt eben so. Und die letzten 10 Minuten in diesem Spiel haben begonnen. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass hier viel von Galacticos 05 kommt. Die bemühen sich zwar jetzt hier in der zweiten Hälfte, aber ja, es kommt halt eben zu spät. Es kommt halt eben zu spät. Die Hooligans haben ja einfach das Spiel besser im Griff. Ah, aber Galacticos hier jetzt mit der Chance, aber die Abwehr von den Hooligans, gut, bis auf das eine Tor natürlich, ist hier die Abwehr von den Hooligans in diesem Spiel wirklich hervorragend. Und jetzt wieder die Chance, nach vorne zu kommen. Aber es klappt halt irgendwie nicht immer. Und jetzt, nee, wieder mal die Abwehr, wieder mal die Defensive hier von SPVGG Hooligans. Und die letzten paar Minuten. Und es will einfach nicht klappen. Es will einfach nicht klappen. So sehr es die Galacticos jetzt hier in den letzten 5 bis 10 Minuten versucht haben, so wirklich nach vorne kommen sie dann nicht mehr. So, jetzt die Chance hier. Okay. Die Chance ist futsch.
Und Lenny macht einen Eckball draus. Kalatze darf schießen. Für mich hier der Spieler des Tages an der Stelle. Einfach, weil das ein perfektes Tor war, was er da gemacht hat. Das hat mich absolut geflasht. Und 2 Minuten. Ja, also das Spiel kann Galacticus hier definitiv abhaken. Das war einfach mal nichts gewesen. Zwar schönes Tor gewesen und auch einige gute Chancen, aber in der Defensive. In der Defensive war das Hauptproblem heute gewesen. Und ja, das war's gewesen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Adios.